Control Gaming. Commodore C64. It's Commodore time. C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, ja, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, dass ich mit dieser Tapecard-Geschichte da oben über mir, diese 126N1 Arcade Games, gestartet bin, mehrere Monate. Und ich habe das irgendwie vergessen, dass ich da ja mal weitermachen wollte. Und bis jetzt existieren davon ja hier auf dem deutschen Kanal erst nur zwei Ausgaben. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hast du gerade ein Momentchen Zeit und auch Lust, da machst du doch mal weiter. Und ich habe damals ja das Alphabet da von hinten aufgeräumt, diese Liste, und so will ich das beibehalten. Tapecard steckt im Datasettenport meines C64 und ich drücke mal die berüchtigte Kombination Shift-Run-Stop. Er loadet dann automatisch. So wie man das kennt, wenn man von Tape von Kassette lädt. Und da hat er auch schon was gefunden, c64lover.com. Das kann man hier genauso wieder beschleunigen mit der Commodore-Taste. Und während das lädt, guck mal, und da geht das eben ratzfatz und richtig schnell. Und ich mache mal hinten weiter, wo ich glaube, dass wir zuletzt aufgehört haben. Ich glaube, das war Xevious zuletzt. Aus irgendeinem Grund. Ja. Mache ich einfach mal. Ich drücke mal drauf, mal gucken, ob es lädt. Das ist das Coole an dem Ding, dass dieser Tapeport, von da lädt der doch relativ schnell. Und so hat man also ratzefatze die Games zur Hand, was ich echt cool finde. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Da haben wir das Intro. Xenon. Ich bin mal gespannt. Ich kenne Xenon 2, glaube ich, viel besser als Xenon 1. Space. Press C for Level Skip, ein nach links und also Trainer. Nö, ich mache keinen Trainer hier. Das ist alles Money, ne? Nö. Starting Level 1 plus minus then Space. Ah, sogar ein Level Selector ist da drin. Das ist ja nice. Ist schon interessant, dass das hier irgendwie alles mehr oder weniger gecrackte Versionen sind, die ja auf dem Card drauf sind, aber nicht nur das ist mir aufgefallen, sondern viele haben auch Trainer. Das finde ich jetzt wieder nicht so schlecht. Die Musik ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Ich trinke mir ein bisschen Mut an, bevor es losgeht. Ah, da habe ich jetzt Bock drauf. Wollen wir mal gucken, wie ich hier verkacke. Wahrscheinlich völlig. Warte mal, hier funktioniert aber was nicht, oder? Das sieht irgendwie broken aus. Die Musik ist zwar da. Sollte hier irgendwas tatsächlich doch nicht funktionieren? Merkwürdig. Oder mit Joystick in Port 1? Nee. Ich habe gerade das Gefühl, was ist passiert? Dass das irgendwie broken ist. Sollte vielleicht doch nicht alles auf diesem Modul funktionieren? Ja, mit dem passiert nichts. Das ist ja komisch, ne? Ich weiß nicht, wie war das mit dem Level Skip? Ja, das war eine kurze Vorstellung des Games Xenon. Ja, ich kann zwar mit dem Feuerbutton hier starten. Aber davon abgesehen, läuft da nichts. Da ist irgendwas. Ich kann das Raumschiff steuern, aber ich sehe nichts. Oh, fängt ja gut an. Da hast du Bock, willst weitermachen und dann verkackt du das erste Game hier. Was ist das denn? Nee. Ja, dann resette ich das einfach mal, ne? Reset. Und dann starten wir die ganze Chose nochmal. Mit dem nächsten. Weiß der Teufel, was da los war. Aber das lädt ja Gott sei Dank schnell. Das ist ja das Schöne. Ich muss hier nicht wie original vom Band laden, sondern zack, sind wir schon drin und tun das mal unter läuft nicht ab.
Xenon, muss ich mir mal merken, will ich dann irgendwann vielleicht mal so zocken. Wonderboy, oh, habe ich eigentlich auch schon tausendmal gezockt, glaube ich, ne? Aber irgendwie geht immer ein Ründchen. Dann wird das eine kurze Vorstellung. Ich bin nämlich immer noch scheiße in dem Game. Ich versuche ja, die Plattform-Games zu mögen, wirklich. Jump'n'Runs. Aber irgendwie um die Ecke, um die Spatze-Taste zu drücken, irgendwie tue ich mich da doch gerne mal schwer. F1 oder F3 für ein oder zwei Spieler. Kann man direkt loslegen. Ach, muss ich dann trotzdem F1 drücken? Das wird noch von mir gefordert. So viel schaffe ich noch. Gut, Round 1, Fight. Ich werde wahrscheinlich fürchterlich verkacken. Ach so, Jumpen ist schräg. Und Feuerbutton ist Schneckenschießen. Das läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Was ist denn da jetzt passiert? Hä? Was ist passiert? Darf ich nicht gegen diese dämlichen Felsen rennen oder was war das? Ja, sonst würden die ja. Die liegen wahrscheinlich nicht umsonst darum. Ich hasse Wespen. Habe ich das schon mal erwähnt? Wespen in Games kommen irgendwie so direkt nach Fledermäusen. Aber Wespen mag ich schon im Real Life nicht. Da kann ich nicht höher springen. Warum nicht? Irgendwie war das doch da auch, dass man höher unter irgendwelchen Umständen höher springen kann. Unter Umständen, die mir gerade nicht bekannt sind, kann man auch höher springen. Aber wie war das bloß noch? Es gibt kein Backtracking. Scheiß Schlange, wo kommst du denn plötzlich her? Ich hasse Schlangen. Also, die Hassliste wird immer länger. Fledermäuse, Wespen und Schlangen sind meine Feinde. Kann ich nicht ab. Vor allem diese Dreckschlange ploppt dann einfach so auf. Irgendwie war das doch, dass man auch weiterspringen konnte. Wie war das bloß noch? Ah, warte mal. Ich sehe gerade, wenn ich den Feuerbutton gedrückt halte, dann kann ich schneller in die Flamme rennen und sterben. Boah, da bin ich ja richtig gut. Und weil das so ist, versuche ich es nochmal. Mein Gott, nee, doch. Da, ich bin schon weitergekommen. Ich war schon mal besser. Ja, ehrlich, ich schwöre. Ich habe Beweise hier auf dem Kanal. Irgendwo sind die. Ja, man kann schneller rennen. Dadurch bedingt kann man auch schneller sterben. Und schon ist mein Skateboard im Arsch. Ich kann sowieso nicht Skateboard fahren. Konnte ich noch nie. Ich bin der Go-Kart-Fahrer-Typ. Wieso mache ich das? Ich habe keine Idee. Warum? Warum? Dominik, streng dich ein bisschen an. Ah, mit Knopfdruck kann man auch höher springen. Das könnte ja mal helfen, um über diese verfickte Drecksflamme zu kommen, du Piss. Oh, ich schaff's nicht. Ich bin zu dämlich. Nicht mal das schaff ich. Das gebe doch nicht. Diese Scheißflamme ist mein Feind. Jetzt reicht's mir aber. Habe ich die Schnauze voll. Jetzt will ich über diese Scheißflamme will ich drüber. Um jeden Preis. Und über diese Scheißschlange auch gleich. Über diesen Scheißfelsen. Oh, Scheißbananen. Scheißabgrund. Abgrundtief. Abgründe kann man auch abgrundtief hassen. Ja. Sind wir jetzt mal ein bisschen besser? Oh, Scheißkröte. Kröt. Geht ja super, ne? Ich bin da voll gut drin. An diesem scheiß Kackfrosch vorbei. Ah. Oh, nochmal so eine Hassflamme. Sind wir jetzt bald mal am Ziel? Ich fass es nicht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder.
So, was nu? Ich glaube, auf irgendeine Wolke kann man hier jumpen. Auf die untere. Oh Gott, was hast du denn geraucht? Scheiße, ey. Genau, man musste den Engel haben, weil man stirbt unweigerlich. Man kann da gar nicht ohne zu sterben vorbei. Wow, meine Güte. Und ich habe nichts zum... Ich habe nichts zum Schießen. Geh weg. Ich mag dich nicht. Oh, Eingeborene. Jetzt bin ich wenigstens mal ein bisschen weitergekommen. Ich muss schon sagen, eigentlich ist das Game ja doch gar nicht so schlecht. Ich muss mal noch ein bisschen hier kurz was verändern. Und zwar mach mal hier ein bisschen dran und mach da mal ein bisschen ab. Hey, da passt nicht schlecht. Ein bisschen Bastelstunde noch nebendran. So, das war also hier Wonderboy, ne? Das erste laufende Game dieser Ausgabe. Reset, komme ich da raus? Jo, komme ich. So, laden. Ja, gefunden. Was haben wir denn als nächstes hier in der Liste? Das war wunderbar. Oh, Wizards of War. Da habe ich das Modul sogar von. Das liegt im Schrank. Oh, geil. Lange nicht mehr gespielt. Ich bin da noch nie wirklich... Ich glaube, bis Level 4 oder so bin ich gekommen. Ja, dann wären die Gegner ja unsichtbar. Und dann irgendwann auch die Wände. Das ist eben dann doch ziemlich nicht einfach, ne? Get ready. Ich bin da. Ja, das Modul funktioniert auch. Ich habe ja sowieso mal überlegt, ob ich irgendwann mal so... Ach, guck mal, ich könnte jetzt... Jetzt kann ich da oben durch. Jetzt durfte ich. Warum auch immer. Ob ich mal so nochmal meine Modulsammlung zeige, die ich habe. Lose und in Box. Radar. Scheiße, wo ist der? Da. Der macht sich nämlich unsichtbar. Ja, mach dich über meinen Gegner, Computerfreund her, der... Ha! Am Arsch habe ich dich. Ja, es wird natürlich jetzt immer schwieriger... Gut, das klappte ja. Ja, ich mag das noch. Das ist ja beinahe wie Pac-Man. Und ich habe das schon echt verdammt lange nicht mehr gespielt. Und ich muss sagen, es ist immer noch eine sehr akkurate Arcade-Umsetzung, dieses Spielchen. Wobei ich die Arcade-Version bis jetzt noch nie gespielt habe. Oh, jetzt sind schon zwei von denen. Ja, wie gesagt. Arcade-Variante habe ich noch nie gezockt bis jetzt. Komm rauf. Komm. Ich warte auf dich. Bäm. Hm. In Rücken geschossen. Ach, da kommt noch einer. Ja, am Arsch erwischt. Scheiße, irgendwie kann ich mich nicht richtig bewegen. Manchmal hake ich. Der ist abgehauen. Bitte. Das wäre jetzt ja mal was gewesen, ne? Weiter geht's. Dungeon 3. Hier ist immer mehr Action am Sein und das kriegen die hin, ohne dass hier großes Geflacker oder so ist. Ich weiß gar nicht. Ich meine, es gab auch eine Atari 2600 Version von Wizard of War. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, die habe ich sogar... Wenn das so ist, dann müsste ich mir die glatt nochmal antun. Ich meine, ich habe Wizard of War für ein 2600... Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe so viel Zeug. Alles, was Spaß macht, habe ich doch. Hoffe ich doch. Da ist der da abgehauen. Ich komme nicht durch die Tür. Nein, die öffnet sich also nur gelegentlich. Schaffe ich den? Nein. Ach, schon gar nicht, wenn ich...
Hake. Hab dich. Oh. Die gehen frenzy hier. Boah. Was hast du denn so eilig, Freundchen? Komm her. Hast du so eilig zu sterben? Ja. Ja. Double Score. Hat er mich mit erwischt oder was? Geile Runde. Läuft er doch. Double Score Dungeon. Bonus Player. Oh, geil. Ja, hoffentlich verkacke ich das nicht. Ja, kaum bin ich draußen, bin ich tot. Scheiße. Da läuft ein Timer. Bratz, alles weg. Oh nein, nein, was tue ich da? Das war scheiß knapp. Ich habe keine Ahnung, sind hier noch mehr Wände? Oh, das wimmelt von denen. Ja, ich habe einen Lauf. Ja, komm rauf, komm zu Papa. Na los, wag es. Oh, scheiße. Muss ich jetzt zu dir runterkommen? Hümmer. Oh, wie kriege ich dich? Scheiße, der ist abgehauen. Aber ich glaube, dafür, dass ich das schon ewig nicht mehr gespielt habe, schlage ich mich nicht so schlecht. Ich mag das Spiel. Oh, Alter. Ich kann also, glaube ich, auch die gegnerischen Schüsse selber weghauen. Krieg ich auch. Die roten. So, nun. Ich mag die Geräusche schon, irgendwie die Soundeffekte. Das ist irgendwie. Das ist wirklich herrlich arcadig, die Umsetzung ist einfach nice. Und da bin ich auch happy, dass ich da auch das Modul habe. Leider nur lose. Ich möchte nicht wissen, was das mittlerweile in Box kostet. Boah, die drehen schon wieder am Rad, ey. Die werden jetzt langsam wirklich arg schnell da. Oh, scheiße. Boah, ich warte einfach hier oben, bis sie kommt. Komm. Ah, der haut da hinten ab, oder? Geh rauf. Ah, ich hab nur. Hätte ja sein können, dass er zu mir raufkommt. Scheiße. Dungeon 6 sind wir schon. Boah. Ich weiß nicht, ob ich da gut stehe. Mit ganz viel Glück stehe ich hier gar nicht schlecht in der Ecke. Ja, den krieg ich. Okay. Haben wir. Oh ja. Jetzt haben wir hier nur noch gelbe ohne Ende. Da brauchst du schnelle Reflexe. Boah. Das war super. Der kam genau auf mich runter. Ich darf auch durch die Tür. Boah. Scheiße. Das ist wirklich. Der dreht ja völlig durch. Nein! Boah. Komm zu mir. Ja! Ah, jetzt die wieder. Die ist. Diese Motte. Ah, die ist einfach echt schwer zu erwischen. Ich hab den Wizard erwischt. Jawollo! Wie geil ist das bitte? Sehr nice, Double Score Dungeon. Jawollo. Oh, kein Scheiß. Ich schlag mich gut. Ich bin jetzt schon mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Egal was jetzt noch passiert. Ich hatte schon lange nicht mehr so einen Lauf bei dem Game, muss ich jetzt mal sagen. Da sind alle Gänge nach oben offen. Auf der nach oben offenen Killskala. Oh, kommt. Da brauchst du Reflexe, hör mal. Die sind antrainiert. Ich bin One-Button-trained. Scheiße, da hat es mich dann doch zerlegt. Aber ich habe mich verdammt gut geschlagen bis dahin, muss ich sagen. Okay.
Wo kommst du lang? Na, na, na. Boah, hab ihn. Oh, scheiße, hat mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach, ich lebe noch. Ich kann direkt noch versuchen. Na, abgehauen, das Kackvieh. Boah. Läuft aber. Läuft bei mir. Dungeon Nummer 8. Bitte keinen Silly-Tod sterben. Ach, was sagte ich gerade? Das war's. Aber hey, auf Anhieb ohne Warmspielen in Dungeon 8 gelandet. So geil das Game. Einfach zeitlos gut. Das macht wirklich richtig Böcke. So, nehmen wir der nächste. Komme ich da raus? Ja, komme ich. Eins geht noch für diese Episode. Die Idee war ja immer so 3 Stück pro Folge. Hatte ich mal so angedacht. Wizard of War. Also es sind ein paar recht nette Sachen drauf. Wecklemanns. Prost. Wollen wir mal gucken. Das ist ja ein Renngame, ne? Renngame für Tapecard. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt läuft, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was war das? Fährt man da mit einem Motorrad? Normalerweise doch nicht, ne? Wenn's läuft. Wenn's mal nicht läuft, dann muss ich möglicherweise... Ah, okay. Hat funktioniert bis dahin. Schöne Mucke hier, so Cracker-Gruppen-Mucke, ne? Geht immer. Mal gucken, ob der Rest nach dem Intro auch läuft. Das wäre schön. Unlimited time? No. So, press fire to start. Ja, das sieht doch nach dem Autorennen aus. Aber ich glaube, ich muss den anderen Joystick nehmen. Der kluge Gamer sorgt vor und hat an jedem Board einen Joystick stecken. Logischerweise. Prepare to start the race. Okay, jetzt wollen wir gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gespielt habe. Wie gebe ich Gas? Hebel nach oben anscheinend. Und so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie einen High- und Low-Gang gibt. Das sieht man nämlich nicht. Boah. So bremst man. Okay. Ja, was soll denn die Wichse, hör mal? Ja, 30. Oh, hier musst du selber schalten. Boah, das ist ja fiese, ey. Ich glaube, das habe ich noch nie gespielt. Das ist ja witzig. Man entdeckt selber immer wieder noch was Neues. Es ist aber schwer. Da werde ich nicht mal die erste Runde überleben. Man hat ja leider auch kein Streckenradar oder sowas. Oh, nee, ey. Und diese Kurven, die haben es aber auch ganz schön in sich, stelle ich hier gerade fest. Und dann, oh, the slightest touch und du bist platt. Und du bist Matsch. Jo, das reimt sich dann auch wieder. Ja, guck mal, und das finde ich auch schon mal richtig scheiße. Solche Games liebe ich ja, wie Schnupfen. Das ist eine kurze Vorstellung dieses Games. Das war's. Retire to the pit. Ja, das war mal völlig... So weit bin ich bloß gekommen. Ach du Scheiße. Ja, das war ja mal ein Satz mit X, ne? Komm, aber wir geben dem noch ein. Mal gucken, ob ich... das war... Ist das jetzt meine Score, ne? 13.070 Punkte. Ja, wollen wir mal gucken, ob ich die jetzt getoppt kriege. Wenigstens einen Versuch gebe ich mir da jetzt noch. Jetzt habe ich ja begriffen, wie es läuft. Hilf mir bloß nicht.
Top 13.070 Points sind zu schlagen. Also ich will einfach besser sein als in meinem ersten Durchgang. Das ist mein Ziel. Wahrscheinlich werde ich gleich überholt. Ja, es gibt zwei Gänge, Low und High. Und da erkennst du wirklich nur an der Geschwindigkeit, welchen davon du da gerade hast. Da muss ich mich ja volles konzentrieren. Das war so klar. In dem Moment, wo ich dachte, ich könnte jetzt beschleunigen, kommt eine Scheißkurve. Aber was für eine. Da klebst du so drin, dass du da überhaupt nicht weiterkommst, ey. Da hast du gar keine andere Chance. Ich meine, die anderen fahren jetzt auch nicht schneller als du. Komme ich halt im Low-Gang dann nur durch mit 130 km/h. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon besser als vorhin. Ich habe aber auch nur noch 25 Sekunden. Ich frage mich, wenn ich jetzt nicht in den Turbogang schalte, ob ich das dann trotzdem zeitlich schaffe, im Ziel zu kommen. Oder ich gebe jetzt Gas. Und sterb, weil ich Gas gegeben habe. Ah. Wenn jetzt noch so ein Arschloch von hinten kommt und mich rammt, ne, dann gehe ich mad, ey. Noch 5 Seconds. Extended Play. Ich habe die Runde einmal rumgeschafft. Der Wahnsinn, hör mal. Der nackte Wahnsinn. Oder nee, das war einfach nur der Checkpoint. Das war noch nicht Ende der Runde. Wow, wow, wow. Nimm den Gang runter, Freund. Da ist ja doch nicht so schlechte. Man muss da erstmal so ein bisschen das Feeling fürs Game kriegen. Bloß diese Gegner, die sind so breit. Ich komme da nicht vorbei. Ja, und dann kommt sowas, ne? Zumindest das Geschwindigkeitsgefühl ist nicht schlecht. Das hat was. Ich sehe da so einen Punkt voraus. Ist das... Aber was war das? Zum Zielen? Für was? Ob man dann weiß, dass man dann irgendwie auf der Straße bleibt oder wie? Verstehe ich jetzt nicht. So bleibe ich jedenfalls nicht. Ich glaube, ich habe das tatsächlich noch nie gespielt. Das sagt mir nämlich gerade nichts. Das muss in meiner Jugend, in meiner Vergangenheit, muss dieses Spiel völlig an mir vorbeigegangen sein. Ich meine, so grafisch und so sieht das ja nicht schlecht aus. Vom Gameplay her muss man sich da erstmal so ein bisschen wahrscheinlich eingrooven, ja. Ich habe das Gefühl, gleich kommt wieder eine Kurve und du hängst wieder irgendwo drinne. Uah, den habe ich. 3, 2. Gleiches Timeout. Okay. Aber mal satt fett mehr Punkte als vorhin. Habe es doch nicht geschafft. Aber ich war nicht so weit vom dritten, vom nächsten Checkpoint weg. So, jawohl. Und ich denke mal, da haben wir jetzt auch eine schöne lange Ausgabe. Drei Games, die gelaufen sind. Weg Le Mans als drittes, also gar nicht so schlecht. Auf der 126 in 1 Arcade Games Tape Card. Ich habe das selber auch noch mit polnischen Games, das habe ich irgendwann mal erwähnt. Aber so wie es aussieht, habe ich da noch kein Video von gemacht, sondern habe die mal in einem Stream oder so an- und ausprobiert. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf weitere Ausgaben mit Games von dieser Tapecard und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und ich hoffe, ihr fühltet euch ein bisschen unterhalten und euch gefällt das hier. Wäre cool, wenn ihr das Ganze liken würdet. Noch geiler wäre natürlich ein Abo meines Kanals. Ich sehe immer wieder in der Statistik, so da heißt es ja, 50% sind Abonnenten und 50% sind immer so neu, ne?
Ich habe teilweise skurrile Sachen auf meinem Kanal, die man sonst woanders nicht unbedingt sieht. Ne? Deswegen wird sich ein Abo hier lohnen. Das tut euch ja nicht weh und kostet nichts, macht mir aber eine große Freude. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Also bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.